Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das ist der Max, ich bin die Kirsten und wir möchten heute einen kleinen Rückblick mit ein paar Bildern und Videos in unsere Welpenzeit mit dem Max machen, die mittlerweile auch schon ein Jahr her ist. Ich habe nämlich jetzt zu Anfang des Jahres ein paar alte Videos und Fotos angeguckt und möchte einfach ein paar schöne, positive Geschichten aus dieser Zeit mit euch teilen. Auch um nochmal, wie schon in einem vorherigen Video, zu betonen, dass unsere Welpenzeit wirklich machbar war und es wirklich eine schöne, motivierende Zeit war, an die wir uns auch gerne erinnern. Dazu, wie in den meisten Videos, nur der kurze Hinweis, wir sind Hundeanfänger, der Max ist unser erster Hund, deswegen war das auch die erste Welpenzeit, die wir mit einem Hund zusammen erlebt haben und wir lernen natürlich auch jeden Tag noch dazu. Ich denke, gerade in der Welpenzeit muss man an viele Situationen auch einfach mit Humor rangehen, muss auch mal über sich selber lachen können und deswegen zeige ich jetzt gleich am Anfang ein Video auf, dass ich nicht stolz bin, aber ich muss dann nachher so drüber lachen und es zeigt einfach, dass man am Anfang auch erst lernen muss, den Hund einzuschätzen. Und zwar lag der Max da mit das erste Mal von sich aus alleine in seinem Bettchen und hatte eigentlich ganz süß mit seinem Kuschelhäschen gespielt und dann hat er sich relativ spontan umgedreht und in sein Bettchen gepinkelt und ich war sehr überrascht und bin dann natürlich gleich losgerannt. Aber sowas passiert und wir haben das dann relativ schnell gelernt einzuschätzen, wann er wirklich muss und wann nicht. Und deswegen kann man so einen Moment dann auch gut mit Humor nehmen. Da macht der Hund natürlich viele witzige Sachen. Ein witziger Moment war, da lag das erste Mal Schnee, da war der Max auch erst ein paar Wochen dann bei uns. Und wir sind dann rausgegangen mit ihm. Er hat sein kleines Näschen in den Schnee gesteckt und hat mich dann angeguckt von der Seite mit einem Blick, der wirklich gesagt hat, was um alles in der Welt soll das denn jetzt sein? Und ich musste so laut lachen, weil das einfach so süß war und er so witzig geguckt hat. Worüber wir auch so lachen mussten. Wir haben irgendwann am Anfang vom Zahnwechsel uns natürlich auch informiert, wie kann man den Hunden helfen. Und wir haben ein YouTube-Video von einer Hundetrainerin gesehen, die meinte, man kann den Hunden dann gut als Alternative einfach was anbieten, was sie kaputt machen dürfen. Und dass sich dafür besonders gut Klopapierrollen oder die Rollen von so einer Küchenpapierrolle eignen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und der Max fand die so toll, dass er schon als Welpe, und er nur gehört hat, dass dieses letzte Papier von der Klopapierrolle abgezogen wird, dann ist er durch die ganze Wohnung gerannt und stand so vor dieser Tür und hat darauf gewartet, dass ihm jemand die leere Klopapierrolle gibt, weil er auf die so abfährt. Ich habe davon tatsächlich kein Video oder Foto, aber ich habe was vorbereitet. Ich habe hier eine und der Max ist gerade am Boden. Ich zeige es euch kurz. Möchtest du die Klopapierrolle? Und dann, weil natürlich so ein Welpenleben auch wirklich anstrengend und aufregend ist und Hunde natürlich gerade in dem Alter wahnsinnig viel schlafen, hat der Max in den witzigsten Positionen geschlafen. Der Max hat auch immer gerne dann Hausschuhe geklaut und ist dann wirklich sehr oft auf unseren Hausschuhen eingeschlafen mit seinem Kopf. Welche Position er auch sehr gerne mag, ist halb liegend, halb sitzend, schön mit dem Hinterteil noch auf der Couch, mit den Vorderfüßen dann schon auf dem Boden, halb dabei sein, halb ausruhen. Das macht er bis heute und deswegen hier ein Vergleich aus Welpenzeit und ein recht aktuelles Foto. Was wir auch neu kennengelernt haben, was wir gar nicht wussten, der Max hat relativ früh angefangen, morgens, fast wie zur Begrüßung, wie zu heulen. Und ich liebe das bis heute, weil es so witzig ist. Bist du am Quatschen? Und dann ist natürlich super süß zu sehen, wie sich der kleine Hund über so viele Sachen freut, die er neu entdeckt, die er bekommt. Und eine Geschichte, ich glaube, da werde ich mich immer dran erinnern, da hat mein Mann dem Max seinen, das war erst sein zweites so kleines Kuscheltier geschenkt, den Hugo, den gibt es übrigens auch noch. Und der Max hat den gesehen und ich habe selten gesehen, dass er sich so bei irgendwas gefreut hat. Er hat den Hugo dann genommen, hat ihn in sein Bettchen getragen und ist dann nochmal zurück zu meinem Mann. Und es hat sich wirklich angefühlt, als würde sich der Max bedanken wollen dafür, dass mein Mann ihm dieses kleine Kuscheltier mitgebracht hat. Und bis heute, er liebt dieses Kuscheltier, das kommt überall mit hin und zudem ist er so lieb und vorsichtig. Und ja, deswegen, das ist sein Hugo. Dann gibt es natürlich viele Momente, die einfach wahnsinnig motivierend sind, wo man förmlich sehen kann, wie der Hund lernen möchte, sich weiterentwickelt und größer wird
Und das ist natürlich eine super schöne Zeit, den Hund dabei seiner Entwicklung zu begleiten und auch einfach seine Fortschritte zu sehen. Da fallen dann natürlich die ersten Trainingserfolge drunter, wenn der kleine Hund dann das erste Mal ein Kommando versteht und wirklich man merkt, wie sein Kopf arbeitet und er mitmachen möchte und sich freut, wenn er dann was Neues gelernt hat und eine Belohnung bekommt. Dann gibt es aber auch Momente, in denen sich der Hund zum Beispiel das erste Mal was traut oder man das erste Mal was zusammen unternimmt und man merkt, es macht dem Hund Spaß. Und einen Moment möchte ich zeigen, das war nämlich tatsächlich, habe ich das auf Video, der Moment, in dem der Max das erste Mal komplett selber geschwommen ist. Und er war bis dahin wirklich skeptisch. Und den Moment, in dem er wirklich das allererste Mal ins Wasser gesprungen ist und selber gemerkt hat, wow, ich kann schwimmen, den haben wir tatsächlich auf Video. Und man merkt wirklich, wie er und wir uns einfach für ihn gefreut haben. Und seitdem, er liebt Schwimmen wirklich. Also wenn er nur Wasser sieht, er wird am liebsten sofort rein. Und es ist so schön zu sehen, dass der Hund da was gefunden hat, was er so gut kann und was ihm so viel Spaß macht. Und das ist natürlich ein motivierender Moment, sowas dann zusammen mit dem Hund zu erleben. Was für mich dann wirklich einer der motivierendsten und auch schönsten Momente war, war der Moment, als ich realisiert habe, dass unser Alltag vielleicht noch nicht, aber dass er funktionieren wird. Das war ganz konkret der erste Tag, nachdem ich dann 2 Wochen frei hatte, als wir den Max hatten und ich den ersten Tag wieder im Homeoffice gearbeitet habe. Und der Max war die ganze Zeit bei mir und lag dann neben dem Schreibtisch und hat da friedlich geschlafen und gedöst. Und das war wirklich der Moment, wo ich realisiert habe, es wird natürlich noch ein bisschen Arbeit, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber es wird funktionieren. Die dritte und letzte Kategorie sind eigentlich alle Erinnerungen, die ich habe an Momente, in denen ich wirklich gemerkt habe, dass unsere Bindung zum Hund und einfach diese Beziehung und das Vertrauen, die sowohl wir zum Hund haben, als auch der Max zu uns hat, einfach wächst und sich entwickelt. Und diese Bindung wachsen zu sehen, war für mich als Hundeanfängerin, die sowas ja noch nie erlebt hat, wirklich ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Und die wächst natürlich immer weiter, die Bindung, mit jedem Erlebnis, das man zusammen hat, mit jeder Hürde, die man mit jeder Hürde, die man zusammennimmt, wächst die natürlich und auch die Gefühle, die man füreinander hat. Und das kannte ich vorher nicht und auch mein Mann kannte das vorher nicht. Und deswegen haben uns so auch die Gefühle, die wir für den Max entwickelt haben, wirklich im positivsten Sinne auch wirklich überrannt förmlich. Und ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Was wir in der Zeit, dabei glaube ich so circa 2 Monate bei uns auch gemacht haben, da muss er dann ja 4 Monate alt gewesen sein, meine sehr liebe Freundin Lena, die sehr schöne Fotos macht, war zu meinem Geburtstag bei uns. Es war auch ein leicht verschneiter Tag im Februar. Und sie hat sehr, sehr schöne Fotos von Max gemacht, weil mir das wichtig war, dass wir aus der Zeit schöne, ordentliche Fotos von ihm haben, aber auch mit uns zusammen. Und die Erinnerungen sind mir wahnsinnig, wahnsinnig viel wert. Macht wirklich schöne, ordentliche Fotos, vor allem auch mit euch Menschen, weil die Bilder gucke ich mir wirklich wöchentlich an und ich freue mich wahnsinnig drüber. Ich hoffe, ich konnte so nochmal zeigen, dass die Welpenzeit wirklich eine sehr, sehr schöne und motivierende Zeit sein kann. Anstrengend ja, aber machbar und wirklich sehr bereichernd. Und wenn ihr noch schöne Geschichten habt oder auch lustige Geschichten, lustige Anekdoten aus eurer Welpenzeit mit euren Hunden, dann lasst mir die Geschichten gerne in den Kommentaren da. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Liebe.